Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7 Part 7. Und in diesem Part, meine Freunde, bin ich endlich zurück. Es tut mir leid für die lange Pause. Ich hatte eine Grippe, ich habe sie immer noch. Mir geht's richtig beschissen eigentlich. Ich habe übelst huschen. Das kann sein, dass ich des Öfteren mal huste, aber ich werde nicht ins Mikrofon huschen. Ich werde mich anstrengen, dass ich extra meinen fetten Kopf nach rechts bewege. Ja, rechts. Okay, tut mir leid. 88, okay, nein, halt, stopp. Okay, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. Scheiß auf alles. Gamer Angel, hier nochmal ein Gruß an dich, weil du hast mir geholfen, etwas zu finden. Ich hab's noch gerade gefunden, ich muss jetzt hier rausgehen. Ich war gerade im Wohnwagen übrigens, hab hier den Stabilisierer gefunden, der mir bei irgendwas helfen soll. Ich hab's schon wieder vergessen, ich hab die Steuerung allgemein schon wieder vergessen. Und zwar liegt irgendwo hier was unterm Haus. Ich muss jetzt gerade nur schauen, wo genau das war. Hier. Da ist ein unterirdischer Weg und es sieht sehr interessant aus. Hä, wie kriege ich denn das auf? Ah! Oh, jetzt habe ich Angst. Was habe ich hier gefunden? Oh! Ist das mit einem Jumpscare verbunden oder was passiert hier jetzt? Ah, das ist die Kiste, wo ich gesehen habe in den vorherigen Parts. Als ich da runtergegangen bin, als ich in die Klappe geflüchtet bin vor dem Vater. Reparatur. Satz? Ein Reparatursatz? Scheiße, aber jetzt habe ich zu viel Zeug. Ich habe übrigens herausgefunden, dass es doch was bringt, wenn ich mich mit Kraut heile. Also es bringt nicht viel, aber es bringt ein bisschen was. Soll ich mich einfach kurz nochmal heilen? Weil ich habe da noch Blut in den Ecken und das heißt ja, dass ich verletzt bin, oder? Also ich nehme jetzt einfach nochmal das Kraut hier. Jetzt ist nämlich auch das Blut weg. Jetzt bin ich wieder voll geheilt und jetzt kann ich das Ding hier nehmen. Aber was bringt mir ein Reparatursatz? Ein Gun Repair Kit? Ah! Falls meine Pistole kaputt ist, oder wie? Oh mein Gott. Ich mag das nicht. Oh. Okay. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt und es ist gut. Da hinten war voll viel Zeug. Die Türe war abgeschlossen, die da hinten. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier lang. Scheiß auf alles. Scheiß auf jegliche Verluste. Hier kommen hundertprozentig noch die Kinder. Ich hab's irgendwie so im Gefühl, dass hier diese scheiß Kinder kommen. Guckt allein mal da runter, das sieht doch schon wieder voll krank aus. Da muss ich jetzt langlaufen. Und, wow, ich weiß nicht, es ist so dunkel hier. Er spiegelt sehr stark in meinem Zimmer schon wieder, weil die scheiß Sonne draußen scheint wie so ein, keine Ahnung, Schwerverbrecher, ey. Oh. Oh, ja, das kennen wir doch. Da ist doch die liebe Mia geflüchtet im letzten Part. War das der letzte Part? Diese Puppen, Alter. Die greift mich bestimmt gleich an, die Puppe. Hui! Weh! Voll krank. Kann ich die schlagen? Warte, ich will die schlagen. Komm her, Alter! Ja, okay. Hm. Oh, Mann. Er ist speichert. Hier sind sehr viele Kisten, das freut mich gerade. Ah. Oh, okay. Bäh. Okay, wir haben erste Hilfe-Arznei. Das ist sehr gut, aber ich habe keinen Platz mehr. Hätte ich vielleicht den Skorpionschlüssel ablegen sollen? Ich glaube, der bringt mir wirklich sehr wenig, oder? Aber, die Gamer Angel hat gesagt, dass wenn ich hier den, die Steroide oder sowas nehme, dass die anscheinend für immer gelten oder so, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Dann würde ich die nämlich jetzt nehmen, wenn die für immer gelten. Wenn nicht, ist mir eigentlich auch scheißegal, ganz ehrlich. Oh. Ja, nee, das war der Stabilisierer, glaube ich. Den nehme ich jetzt einfach. Ich nehme den jetzt mal, okay? Ich will wissen, was passiert, ganz ehrlich. Nachladegeschwindigkeit. Ja, es hat geklappt. Es ist praktisch einfach wie ein Update. Wie ein großes Update. Was ist denn hier? Kann ich hier runterspringen? Nee. Oh, ich sehe gar nichts, Alter. What the fuck? Okay. Ich habe Angst, dass wenn ich schreie, dass mein Hals echt wehtut. Das wird auch so sein. Mein Hals wird sterben. Okay. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Ich will gar nicht irgendwie. Ah, fuck me in the ass, Alter. Jetzt komm her, krieg ich einen aufs Maul, oder so. Hallo? Wow! Was ist das? Ah! Scheiße, ich hab geschossen! Ich hab geschossen! Ich hab geschossen gerade, oder? Das war schon wieder richtig scheiße. Oh. Ja, fuck!
Ich höre diese Drecksviecher, wo sind die? Alter, ich habe so einen Druck auf dem Ohr, ich höre selber fast nichts mehr. Was ist denn das hier? Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Ah, das ist das, was ich vorher gefunden habe im letzten Part mit Mia, was da gelegen ist. Als die Mutter mich verfolgt hat, also scheiß Viecher, Alter. Die Frage ist nur, ob ich jetzt hier lang soll oder ob ich jetzt nochmal den anderen Weg gehen soll. Eigentlich ist es unnötig, wenn ich den anderen Weg gehe. Wir gehen direkt mal hier lang. What the fuck? Wow! Ich hasse Insekten. Wo ist das? Ich sehe es nicht mehr. Hilfe! Oh! Komm her, da krieg ich einen aufs Maul. Oh, da oben ist so ein Nest. Wo ist das Viech, Alter? Verpiss dich doch, ey. Nö, ich fick das jetzt auseinander. Komm her, Alter. Ja, du Hurensohn! Mann, Alter, komm her! Was ist denn da los, Mann? Scheiß Viech, Alter. Ich zerstöre das ganze Drecksnest, ey. Ich hoffe, du stirbst in der Hölle, ey. Das hat mich schon wieder aggressiv gemacht. Fleisch, jetzt habe ich schon wieder wenig Leben. Was ist denn das hier? Was soll das? Oh. Oh oh. Was steht da? Schieß upstairs. Don't go up. Wer ist upstairs? Such mich nicht. Alter, what the fuck? Was ist das? okay. Wow! Wow, okay, wir gehen! What the fuck? Also da gehen wir auf jeden Fall mal nicht lang. Wir gehen den anderen Weg. What the fuck, Alter? Naja, müssen wir wohl den Weg hier gehen. Hallo? Hier sieht's genauso scheiße aus irgendwie. Da kommen doch auch so die Viecher raus. Wie duckt man sich nochmal? Ja, genau so. Ah! Hä? Okay, wir müssen irgendwas, keine Ahnung. Wir müssen da einfach durchrennen. Ich renne da jetzt einfach durch, okay? Scheiß auf alles. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Okay, los. Au! Ah, Hilfe, die ficken mich, Alter. What the fuck, Alter? Jetzt reicht's aber langsam hier, Mann. What the fuck, Alter, ey. Ich hab wie im Hurensohnheim hier. Hallo. Hier spricht der Dr. Professor Daniel. Oh, fuck me in die Ass, Alter. Was ist da los? Oh. Was haben wir hier? Was ist denn das? Das sind Muffins. Nee. Festbrennstoff. Oh. Und das brauche ich unbedingt nachher. So, ich heile mich einfach, oder? Soll ich mich heilen? Was ist denn das hier? Stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Aber das kann ich nur für eine kurze Zeit, glaube ich, nehmen. Dieses Schießpulver geht mir auch hart auf den Sack langsam, ey. Ganz ehrlich, jetzt mal ohne fucking Witz. Oh. Das kann ich kombinieren mit Kraut, stimmt ja. Aber ich habe kein Kraut mehr. Halt. Oh, ah, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Oh. Ach, so kombiniert man das. Okay, jetzt habe ich das auch mal verstanden. Sehr schön. Ja, ich hätte den Reparatursatz hätte ich wegbringen sollen. Fuck. Naja, jetzt nehmen wir einfach mal die Heilung. Scheiß auf alles. Warte mal, wie heilt man sich? Ich will es herausfinden. Was habe ich jetzt gemacht? Wie heilt man sich nochmal? Das war doch irgendeine Tasche. Ah ja, genau. There we go. Okay, und jetzt kann ich es nehmen. Komm. Haha. Oh, was haben wir? Ah, ich kann nur die Türe zumachen. Okay. Alles klar. Die Türe da sieht schon wieder sehr nicht schön aus. Hallo? Oh, was haben wir? Flintenmunition, das finde ich sehr nice. Ich habe so viel Flintenmunition, da kann kommen, was wolle. Ich werde es auseinanderficken. Also wir gehen, ich weiß nicht, soll ich zu der Türe? Ich glaube, ich sollte immer zu der Türe, die dreckig aussieht. Aber ich würde echt gerne mal kurz rausgehen. Ach, du brauchst einen Dietrich. Ja, super. Schön, dass wir gerade keinen haben. Halt. Nein, wenn ich erschrecke, dann schieße ich. Deswegen nehme ich lieber das Messer. Ich kann immer schnell zu anderen Waffen wechseln. Hey, nice. Wow! Oh nein! Hier sind ganz viele Drecksviecher. Wir rennen schnell. Ja, Finalia! Hilfe! Wo bin ich hier? Ich habe keinen Plan, Alter. What the fuck?
Haha, ich hab dich, du Hurensohn. Oh! Oh! Ah! Ist das Viech drin? Nee. Wow! Eine Brenndüse? Hey, ich glaube, ich muss einen Flammenwerfer sammeln. Wisst ihr das? Oh, Kraut. Wisst ihr, es ist doch zum Kotzen, dass ich keinen Platz mehr habe, Alter. Scheiße, das ist wieder richtig behindert einfach. Das ist wieder komplett scheiße einfach. Kann ich vielleicht mit der Pistole nachladen? Halt mal. Das ist doch andere Munition, oder? Moment mal. Ach nee, das ist verbesserte Pistolenmunition. Ja, scheiße. Geil, fett, richtig nice auf jeden Fall. Wieder toll, wow. Richtig erfolgreich wieder hier. Jetzt sollte ich nochmal zurücklaufen, aber das ist doch wieder behindert. Ah, Mann, weißt du, er braucht diese Steroide. Ich nehme die jetzt einfach. Los. Ja. Halt mal. Maximale Gesundheit erhöht. Das ist doch so ein Update gewesen. Das heißt, es ist nicht nur für kurze Zeit, es hält für immer. Jetzt nehmen wir die Brenndüse. Weil ich glaube, die ist sehr, sehr erspeichert. Und jetzt habe ich Angst, meine Damen und Herren. Und... Oh, fuck. Ich würde das Kraut sehr gerne mitnehmen, aber sieht halt gerade echt schlecht aus. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Ja, das tut richtig gut gerade. Aber wir schaffen es. Ja, Mann. Wieso habe ich eigentlich noch die defekte Pistole bei mir? Ich dummer Idiot. Weißt du, wenn er auch so wenig Platz hat, das ist doch richtig gay. Tut mir voll leid, aber... Ich würde jetzt irgendwas ablegen. Ich Idiot hätte zuerst das Kraut nehmen... Ah, fuck! Ich muss irgendwas ablegen, Mann. Nein, scheiß auf das Kraut, ganz ehrlich. Ich habe so ein Gefühl, dass da gerade gleich was passiert, wenn ich jetzt die Tür aufmache. Hallo? Da draußen sind nur die scheiß Falter. Hä? Wieso geht die Tür nicht auf? Ah! Komm her! Wo ist das Viech? Wo ist das Viech? Ah! Wow, ich hab's zerlegt, Alter. Richtig zusammengefallen. Was lag da? Oh, da liegt auch was. Aber das... Nee, das kann ich öffnen sogar. Da rechts. Oh, scheiße, toll. Die Brücke ist im Arsch. Und da ist so ein scheiß Netz hier in der Mitte. Kann ich das zerstören? Ich weiß nicht. Kann ich die kaputt stechen? Bestimmt, oder? Moment, wir gehen erst nochmal kurz hier lang. Und schauen, was da ist. Schön langsam. Ich will nicht rennen. Ich habe panische Angst. Das hilft mir gerade ein bisschen. Ja, wow. Okay. Ja. Oh! And there we have a Dietrich. Cool. Na, das weiß ich jetzt für nachher. Das merken wir uns mal, okay? Dass hier ein Dietrich liegt auf jeden Fall. Das merken wir uns. Merkeln wir uns. Scheiße. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, ich bekomme das nicht kaputt. Ah, was? What the fuck, Alter? What the fuck? What the fuck? Was ist da los, Alter? Ich schieß da jetzt mal drauf, ist mir egal. Wow. Das war wieder halt mal L2, wenn ich L2 und 3 gedrückt halte. Jetzt habe ich die andere. Und jetzt habe ich wieder die andere. Okay, das ist cool. Das ist echt nice. Ich weiß nicht, kann ich das echt kaputt schießen? Ich glaube, ich brauche den Flammenwerfer. Ja, ich brauche den Flammenwerfer. Oh, jetzt habe ich irgendwas. Ah, das ist nice. Jetzt kann ich den Dietrich aufheben und kann das andere öffnen. Okay, das finde ich gut. Das finde ich jetzt voll krass nice. Psychokotomikum. Könnte ich theoretisch... Das Geräusch gerade, Alter. Ich dachte, gerade der Schwarm kommt schon wieder. Was soll das eigentlich? Jetzt gehen wir einfach mal in die andere Türe. Da war ja noch eine andere Türe. Jetzt habe ich wenigstens den Dietrich. Oh, fuck. Okay. Oh, shit. Wieso fliegen die da jetzt rum, Alter? Ich hasse sowas. Greifen die mich an. Ah! Ja! Okay, fuck, wie in der ist, Alter. Fuck! Au! Ah! Wow! 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 Wow!
Hallo? Wollen die mich eigentlich zerstören hier? Ich habe Angst, dass ich sterbe. Wenn ich sterbe, muss ich nochmal alles machen. Wir rennen ganz schnell nochmal dahinter, weil da war Kraut. Ah! Oh Mann. Oh Mann. Okay, wir sind fast tot. Die greifen mich an, oder ist der Schwarm jetzt weg? Ah! Renn doch! Oh mein fucking Gott, ich bin... Okay, das war's. Oh! Nein! Okay, also wir sind auf jeden Fall gleich tot. Wir sind auf jeden Fall gleich tot. Wieso ist die Türe hier so halb offen? Alter, fuck. Wow. Cool. Und jetzt? Ach so, das ist die... Oh. Oh, da liegt aber auch so eine Kiste. Wisst ihr, das ist voll scheiße. Ich weiß nicht. Den Schwarm kann ich bestimmt mit der Schrotflinte abschießen. Aber das ist gerade ein bisschen... Das kotzt mich gerade voll hart an, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Da drin liegt bestimmt auch was Krasses. Ich würde halt einfach gerne jetzt das Ding aufmachen. Wieso kommen die auch direkt immer? Das ist so unfair. Das ist so unfair, ey. Ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich jetzt genau machen soll. Also wir gucken... Wow! Baby, Alter! Baby, fuck me in the ass! No, fuck me not in the ass! Oh, da ist die... What the fuck, Alter? Jetzt kommt doch her, Mann, ey. Oh, ja. Hui, what? Yes. Ich habe die Karte des Hauses. Das finde ich nice. Ich hasse Karten. Wisst ihr, ich hasse Karten. Das bringt mir nie was. Oh. Ah. I know this place. I know this place. Ich kenne diesen Ort. Aber wir brauchen dafür dieses Teil, um weiterzukommen. Nur wo liegt das? Hier draußen liegt, genau da liegt nämlich normalerweise der Flammenwerfer. Oh Mann. Oh yes. Wir machen mal die Türe zu. Da! Ha, sie haben nicht genug Platz. Da freut man sich doch. Ich dachte gerade, da sitzt jemand. The fuck, Alter. Okay, sie haben nicht genug Platz. Das ist sehr scheiße. Das ist verdammt nochmal sehr scheiße. Wie machen wir das? Kann ich das benutzen? Nein, kann ich nicht. Ich kann es auch nicht kombinieren oder so. Oh, doch. LOL! What the fuck? Jetzt habe ich eine neue Waffe. Ich würde echt mal gern speichern. Ich bin halt echt gleich im Arsch. Jetzt speichert's. Kombinieren. Wir haben es gleich. Ganz ruhig. Oh. So. Und jetzt moven wir das. Hier hin. Oder hier. Scheiß auf das Messer, oder? Ne, das Messer brauche ich. Aber mit der anderen... Wir machen es mal so. Wer will einen aufs Maul? Boah. Okay, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ich denke mal, jetzt kann ich die Nächte auf jeden Fall verbrennen. Das ist nice. Aber wir wechseln mal ganz kurz die Waffe. Ich will jetzt bloß nicht sterben. The fuck, was ist das, Alter? Allgemein, was ist das hier? Da kann ich speichern. Da kann ich speichern. Da kann ich speichern. Ich kann speichern. Ich kann speichern. Ich kann speichern. Ich kann speichern. Ha. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das finde ich jetzt voll nice. Jawohl, Alter.
Richtig geil, ohne Witz. Meine ganze Nase ist zu, ich höre mich bestimmt an wie so ein Schlumpf. Hallo, ich bin Schlumpf Daniel. Wie was geht ab? Oh ja, und hier kann ich gleich das Zeug ablegen. Ich hätte vielleicht zuerst das Zeug ablegen sollen und dann speichern, aber... Ja, war das richtig geil. So, jetzt legen wir den scheiß Schlüssel mal da rein. Und dann legen wir... Ich weiß nicht, was soll ich noch rein... Was ist denn das hier eigentlich? Ein entflammbarer Farbstoff, der heftig brennt. Oh. Wenn er entzündet wird, kann allein nicht verwendet werden. Ach, man muss es kombinieren, das behalten wir auf jeden Fall mal. Das hilft uns wahrscheinlich mit dem Flammenwerfer dann. Reicht ein Platz, jetzt habe ich halt... Ja, jetzt lassen wir es mal kurz so, das ist okay. Hier ist ein Rucksack, oder? Sie können jetzt mehr Objekte tragen! Oh mein Gott! Das finde ich jetzt so nice. Ich fang gleich zu weinen, Alter. Das ist der schönste Tag in meinem Leben, ohne Witz. Okay, wir speichern erstmal nochmal kurz, es tut mir leid. Es muss jetzt nochmal sein. Ich sollte vielleicht den Part beenden, ich weiß nicht. Nee, ich mache ihn länger. Ich will ihn schon länger machen. Immer wenn ich so viel lered. Dann wird mir schlecht. Das habe ich schon die Erfahrung mit dem lieben Herr David gemacht. Das war bei ihm auch so. Zum Beispiel, als wir mal Karaoke-Party gespielt haben. Da wurde uns danach immer richtig schlecht, also nach der Aufnahme, weil wir so viel gesungen haben. Wobei ich hier eigentlich nicht singe. Hier ist bestimmt so ein Easter Egg, dass da irgendwo so ein Viech steht oder sowas. Ich finde es voll krank. Aber ich habe halt auch so ein Gefühl, dass da jetzt dann irgendwann wirklich was kommt. Hier war nicht Oh, was haben wir eigentlich hier? Brennstoff, das finde ich auf jeden Fall schon mal... Unflüssige Chemikalie, wow. Also das finde ich jetzt nice. Und jetzt kann ich noch das Kraut da hinten einsammeln. Dieser scheiß Bienenstock, der wird jetzt gefickt. Der wird jetzt so hardcore gefickt. Oh, da oben ist ja auch was. Okay, da muss ich irgendwas mit dem Organismus machen. Oh, fuck. Whoop, whoop. This is out of the police. Okay. Dieses Bild, Alter. What the fuck? Ich sag's euch. Als ob hier nichts kommt. Es ist Resident Evil. Es ist Resident Evil. Wenn hier nichts kommt, dann... Ich weiß nicht, was dann los ist, aber dann... Das kann doch nicht sein. Ich hab gerade ein bisschen Schiss. Wir rennen jetzt. Oh, fuck! So, wisst ihr was? Wir rennen jetzt einfach durch. Wir machen gar den Fehler und verbrennen das jetzt. Wir rennen jetzt einfach erstmal durch. Ah! Oh, oh, ich... Ja, wow. Cool. Vielen herzlichen Dank. Die Hurensohn-Viecher. Kommt her, Alter. Ich fick euch nieder, aber das schwöre ich euch. Was ist das? Yes! Alter, jetzt habe ich aber echt viel verschwendet, oder? Ich glaube, ich habe gerade echt viel zu viel verschwendet. Naja, jetzt kann ich wenigstens einen Hebel klicken. Aber jetzt hole ich mal kurz nochmal das Kraut. Weil das brauche ich jetzt wirklich sehr dringend. Hier passiert gar nichts. Wieso ist hier eigentlich gar kein, also gar kein Monster oder sowas? Das ist ja komisch. So. Einmal hier Zwetschge. Einmal da Zwetschge. Benutzen. Ja, schon besser. Jetzt fühlt man sich doch gleich ein bisschen sicherer irgendwie. Eigentlich ja nicht, aber okay. Oh, ist das kaputt? Okay. Wow. Dafür brauche ich eine Spindel. Dafür brauche ich eine fucking Spindel, Alter. Ich glaube, ich weiß, wo die Spindel ist. Kann man nachladen? Okay. Ich habe nämlich so viel Schuss. Das muss ich jetzt sinnvoll nutzen. Wenn die jetzt kommen, wo ist denn da eigentlich das Nest? Ich verstehe es gar nicht ganz. Aber kann ich den Schwarm auch so zerficken? Da drin liegt halt wahrscheinlich was. Jetzt gucken wir mal. Ja. Also die Viecher sind jetzt auf jeden Fall weg und da drin liegt was. Jawohl, bam, Alter. And I was like. So. Was haben wir hier Schönes? Erste Hilfe-Arznei, das finde ich sehr nice.
Und starke flüssige Chemikalie. Wow. Also jetzt geht's ab hier. Das ist ja heftig. Kann mit anderen Objekten kombiniert werden, um deren Eigenschaften zu verändern. Stärker als normale flüssige. Kombinieren. Ich kann das mit dem kombinieren. Oh! Jetzt habe ich Flammgranaten, Alter. Wow, das finde ich jetzt nice. Okay, wir ficken die Viecher da drin jetzt auseinander. Komm schon. Tot? Tot? Tot. Hier drin sieht man gar nichts. Hallo? Oh mein Gott. Hier drin ist so dunkel. Hilfe. Kann ich die Kiste... Nee. Oh mein Gott, wieso ist hier so dunkel? Was ist das hier? Oh. Ich nehme ja ganz vorsichtshalber die Schrotflinte in die Hand. Was ist das für ein Raum? Wir nehmen einfach die Pistole, das reicht auch. Oh, eine antike Münze. Das finde ich nice. Ich brauche die, um das andere Zeug freizuschalten. Fuck. Umso länger ich hingucke, umso schlimmer wird es. Deswegen gehen wir jetzt einfach. Oh. Huhuhu. Hallo. Ethan? Huh? Ethan. Du bist nicht Mia. Du bist nicht Mia. Du bist nicht Mia, verpiss dich. Schlein aufs Maul, Alter. Hau ab. Schlein aufs Maul, ich schwör's dir. Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Ja. Nehmen Sie. Richtig hart. Tu etwas! Hilfe, mir Hilfe! Verdammt! Du bist eh verflucht! Ich will dich gar nicht mehr! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, jetzt läuft der Typ da rum. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Ha, lol, ich sehe aus wie so ein Arzt, der so eine Spritze in der Hand hat. Okay, meine Patienten, jetzt bekommen sie eine Spritze in den Arsch. Ja! Ich würde es gerne nochmal speichern. Ich würde den Part hier jetzt echt gern beenden, weil ich Angst habe. Ach, da kann man auch lang. Das habe ich gerade gesehen. Ich habe ja noch ein bisschen Munition. Wenn die mich angreifen, dann fege ich sie einfach. Wieso greifen die mich gar nicht an? Hä? Gibt's dafür gerade einen Grund? Vielleicht muss ich einfach nur langsam laufen. Okay. Oh Mann, Alter, ich dachte gerade, dieser scheiß Stuhl, was soll das eigentlich? Hey, Herzinfarkt. Oh Gott. Okay, ich brauche Schutzschild. Bleib draußen, verdammt! Alter, what the fuck? Ich bleib nicht draußen. Ey, ich gehe da jetzt nochmal hin, okay? Hey, was soll das jetzt gerade? Da bist du. Ah. Oh oh. Ich glaube, wir sollten doch gehen. Ah. Oh, was haben wir hier? Flüssige Chemikalie. Ich speichere nochmal schnell. Scheiße, das läuft hier die alte Fotze rum, ey. Nichts gegen alle Leute, aber ich hasse die Frau so sehr.
Okay, wir gehen schnell raus und speichern. Halt mal, What the fuck? Ah! Okay, scheiße. Wir müssen uns beeilen. Oh, fuck! Fuck! Hilfe! Kommt jetzt? Ich will doch einfach bloß speichern. Oh mein Gott. Ich habe halt keine Munition mehr mit dem Flammenwerfer. Doch, ich habe noch die Granatmunition. Wie kann ich die denn verwenden? Hier. Wie kann ich die verwenden? Ich würde es gern wissen, jetzt mal ohne Witz. Geht anscheinend gar nicht. Wenn ihr wisst, wie ich die verwenden kann, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das wäre sehr nice. Oh, wo ist diese alte Frau jetzt? Wo musste ich nochmal lang? Ah, okay, ich weiß wieder. Ist die da jetzt noch? Ah. Oh. Fuck. Die hat die Türen aufgemacht, oder? Okay. Okay, okay, wir haben es geschafft. Okay, gut. Gut, gut, gut. So. Ho! Alter. Der Part hat es schon ein bisschen in sich, aber ich fand den jetzt ein bisschen entspannter so. Im Gegensatz zu den anderen Parts, die waren ein bisschen angespannt. Wenn ich irgendwo was vergessen habe, wenn ihr mit Tipps für mich habt, schreibt's mir immer. Ich freue mich so sehr und es wird halt auch schöner für euch so zum Zuschauen, wenn ich da ein bisschen leichter durchkommen und ein bisschen mehr machen kann. Deswegen, wenn ihr irgendwie wisst, dass ich jetzt was vergessen habe oder wo irgendwas liegen könnte oder wie ich was bauen könnte oder was weiß ich, dann schreibt es mir auf jeden Fall. Das wird mir wirklich sehr helfen. Und dann sage ich mal ciao und vielen Dank fürs Zuschauen und speichern. Das finde ich nice. Ich finde es geil, dass ich jetzt einen Rucksack habe. Ein Rucksack, das hilft mir unglaublich, dass ich mehr Platz habe auf jeden Fall. Also dann ciao!